Hallo, herzlich willkommen bei Brettballett. Schön, dass ihr wieder einschaltet, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute soll es um meine Überraschung Top 10 2019 gehen. Was sind meine Überraschungen 2019? Das sind die Spiele, die ich 2019 das erste Mal gespielt habe, die mich total überrascht haben, die ich ja jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass sie mich dann doch so positiv überraschen werden. Sind die Spiele, die haben es jetzt nicht ganz in meine Top 10 2019 geschafft. Es sind, ich guck mal auf den Haufen, es sind zum großen Teil Spiele, die 2019 erschienen sind. Es sind aber auch ein paar ältere Sachen dabei, nicht viele, aber ältere Sachen, die ich 2019 das erste Mal gespielt habe und die mich damit in dem Jahr, also im letzten Jahr, enorm überrascht haben. Bei meiner Überraschungsliste habe ich es jetzt so gemacht, die sind nicht irgendwie chronologisch geordnet, das heißt 10 ist jetzt nicht schlechter als Platz 1, das alles Überraschungen sind, die ich jetzt auch nicht irgendwie ja, so wirklich nach einer Reihenfolge sortieren kann, fällt mir da auch ein bisschen schwer. Bei meiner Top 10 der besten Spiele 2019 versuche ich das wieder zu machen. Bei den Überraschungen geht es aber alles in allem darum, an den Spielen, die mich wirklich, ja, wie gesagt, überrascht haben. Eine kleine Sache noch, eine kleine Bitte an euch. Ich freue mich immer, wenn ihr meine Videos schaut, wenn ihr mich unterstützt. Ihr seht, irgendwo da unten ist so eine rote YouTube-Glocke oder so ein rotes YouTube-Zeichen. Lasst gerne ein Abo da. Das hilft meinem Kanal. Ich bin kurz vor den 3000 Abos. Vielen, vielen Dank schon mal jedem von euch, der mich unterstützt und dabei ist. Es kostet euch nichts und eine Waschmaschine und eine Mikrowelle kriegt ihr auch nicht. Vielleicht kriegt ihr aber mal einen Whisky, wenn wir uns irgendwo auf Messe sehen. Nein, ihr helft dem Kanal einfach vom YouTube-Algorithmus her und alles. Von daher, wenn ihr noch kein Abo habt, ich sehe es immer wieder, dass die Hälfte der Zuschauer noch keine Abonnenten sind, dann würde ich mich tierisch über ein Abo freuen. Vielen Dank dafür. So, wir fangen einfach mal an mit dem Spiel Top 10 Überraschung 2019. So, und da fangen wir mit einem Spiel an, was ich kann mich noch daran erinnern, relativ früh 2019 bei mir ankam, ein Kickstarter, und es ist Escape the Dark Castle. Ich warte jetzt gerade auch auf den neuesten Kickstarter, Escape the Dark Sector, was ein Sci-Fi-Setting ist, und das Ding punktet vor allem, ich mach's mal auf, ach, ich glaube, dieser Organizer, der ist schon auseinander, ja, der ist so semi-gut leider, es punktet vor allen Dingen durch seinen enormen Retro-Look. Und man muss einfach sagen, was bei dem Spiel alles andere als überragend ist, das ist die Mechanik. Das Spiel hat von dem Punkt her keine gute Mechanik, aber es hat einfach ein enormes Flair. Worum geht's? Wir müssen immer, ich glaube, 15 Dungeon-Karten raussuchen. Die werden dann nacheinander abgearbeitet. Wir sind irgendwelche ja sehr semi-professionellen Helden, die ja eingekerkert waren und entsprechend also weit weg davon sind, Helden zu sein, denn es heißt ja Escape the Dark Castle. Wir müssen also versuchen herauszukommen, und das machen wir halt eben, indem wir uns durch diesen Dungeon kämpfen und am Ende ein Endboss gegenübertreten. Und das Ganze ist enorm glückslastig, denn es funktioniert halt wirklich über eine Würfelmechanik, was ich sehr, sehr cool finde. Wir haben hier so riesige Würfel, das ist schon sehr nice, und es ist auch bockschwer. Also es ist wirklich, wirklich schwer. Wir können natürlich neuen Loot finden, also hier auch solche Sachen. Von den Zeichnungen her ist es einfach eine Mischung aus Trash und Retro-Feeling. Und da hat es mich einfach enorm gepackt. Hier sind noch so ein paar, ich glaube, das sind ja ein paar Bosse sind das. Weil ich bin Kind der 80er, ich bin mit den ganzen Amiga und frühen PC-Rollenspielen aufgewachsen, die ganzen AD&T-Spiele, Champions of Crin und wie sie alle heißen, von TSR damals, enorm trashig, enorm retro, und ich habe es ja schon gesagt, das Spiel punktet zwar nicht durch seine so tolle Mechanik, aber es punktet einfach durch seinen Flair, und auch wenn es glücksabhängig ist, eine Partie ist einfach schnell gespielt und man denkt sich, boah, ich will noch eine Partie, ich will jetzt rauskommen, weil es ist schwer, und wenn der Würfelwurf verkackt wird, ja, dann ist halt einfach scheiße. Aber wie gesagt, es erinnert mich enorm an die Rollenspiele der 80er Jahre, und damit hat es einfach, es macht Spaß. Es macht aufgrund seines Glücksfaktors, ich stehe jetzt nicht aufrecht hin, macht es einfach enorm Spaß. Wir haben immer wieder, ja, wir lachen uns kaputt, wenn man ein bisschen hämisch sieht, wie der andere, gerade wenn er irgendwie in die Scheiße läuft, obwohl man ja schon irgendwo kooperativ unterwegs ist. Aber
fantastisches Spiel. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt auch auf Escape the Dark Sector. So, meine zweite Überraschung ist eine Essen-Neuheit und das ist die Yukon Airways von den Machern von Cupcake Empire. Und es ist im Endeffekt ein Pick-up-and-Delivery-Spiel. Ich mag das Cover schon sehr gerne hier mit diesen Pastelltönen, Orangetönen. Und wir sind irgendwo am Yukon unterwegs, das ist, glaube ich, irgendwo Alaska die Ecke. In der Anleitung steht drin, dass das so ein Ort ist, wo er auch einen persönlichen Bezug zu hat. Und ich weiß nicht, ob er oder sein Vater, auf jeden Fall, die haben auch mit diesen Transportflugzeugen was zu tun. Und wir müssen letztendlich in diesem Spiel, ich zeig's mal hier von hinten, war das jetzt richtig rum, nein, das war nicht richtig rum, wir müssen letztendlich Waren aufnehmen, müssen die ja in dieser Gegend hin und her transportieren. Das Ganze läuft über Dice Placement. Zum einen, wie früh bin ich dran, wie stark sind die Aktionen, wie weit kann ich fliegen. Ich muss ganz genau gucken, wie ich mein Flugzeug upgraden kann. Da gibt es etliche Optionen, wie mein Flugzeug besser wird, um mehr Waren zu nehmen, um weiter zu fliegen, meinen Benzintank zu erhöhen. Und das macht echt Spaß. Ich war schon ein großer Fan von Cupcake Empire. Hier geht es für mich sogar noch mal einen kleinen Tacken. Na, es ist ein kleinen Tacken weniger komplex als Cupcake, aber ich finde es vom spielerischen Flow ein Tacken besser als Cupcake, weil es sich ein bisschen flüssiger spielt und nicht so zieht. Und da muss ich sagen, Yukon Airways ist ein Spiel, was wirklich, wirklich eine tolle Neuerscheinung 2019 ist und auch bei uns einen sehr positiven, bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Wir haben sowohl mal zu zweit gespielt, als zu dritt, als auch zu viert. Es klappt in jeder Konstellation. Yukon Airways, eine meiner Überraschung 2019. So, dann eine weitere Überraschung, die hier in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Ich habe sie mir während meines USA-Trips geholt und das ist The Primary. Ist nicht auch schon wieder die Packung falsch? Irgendjemand will mich mal wieder ärgern. So, The Primary. Und worum geht es bei The Primary? The Primary ist ein relativ einfaches, ich würde jetzt nicht sagen Familienspiel, aber ich sage niedriges Kennerniveau. Area-Control-Spiel. Es geht um die Primaries in den USA. Die Primaries sind nicht die Präsidentschaftswahl, sondern es geht darum, von der eigenen Partei als überhaupt Kandidat aufgestellt zu werden. Und das läuft über diese Primaries ab. Also allein da vom Thema ist es wahrscheinlich nicht so ganz europakompatibel, weil man ein bisschen in diesem Thema US-Wahlkampf drin sein. Und es werden, das Spiel mal, und es werden nach und nach werden die Wahlbezirke abgearbeitet und wir müssen einfach versuchen, in diesen Wahlbezirken unsere Mehrheit zu haben, um dort Siegpunkte zu bekommen. Das können wir über verschiedenste Dinge tun. Wir haben unsere Wahlkampfkandidaten. Wir haben immer ein festes Set an Karten auf der Hand, die wir aber geschickt einsetzen müssen und die wir aber auch bezahlen müssen. Wir müssen Parteispenden einsammeln. Wir müssen unsere Unterstützer sammeln. Und dann haben wir die Möglichkeit, über Karten, die wir spielen immer verdeckt, programmieren so ein bisschen auch dabei, ein Set von drei Karten. Und da ist es halt wirklich, wir müssen reisen, wir können mit dem Bus reisen, das ist günstig, aber wir können nur in benachbarte Staaten reisen. Wir können aber auch das Flugzeug nehmen, können damit weiterreisen, aber das kostet uns dann halt Influence, um das zu nutzen. Wir können halt Schwarzgeld annehmen, das so im Wahlkampf ist. Diverseste Sachen und ja, wie gesagt, es ist ein einfaches Spiel, niedriges Kennerniveau, es ist aber schnell gespielt und es macht Spaß und es ist für mich halt gerade hier in Europa, hier sehen wir so Kandidaten, die wir kriegen, die haben auch alle so Sonderfertigkeiten, es ist ein unverbrauchtes Thema, ich finde den US-Wahlkampf partout immer sehr interessant, auch wenn es ein bisschen schade ist, was da teilweise passiert, gut, das ist eine andere Geschichte. Und da muss ich sagen, gerade dadurch, dass ein Primary hier in Deutschland enorm untergegangen ist, wie gesagt, ich verstehe es aufgrund des Themas, für mich eine super Überraschung, macht total Spaß, richtig gutes Ding, gerade wenn man vielleicht irgendwie einen Bezug zu diesen USA-politischen Themen hat. Primary, schöne Überraschung, 2019. So, dann machen wir mal weiter mit einer kleinen Überraschung und ein Spiel, das ich nicht oft genug loben kann. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob das in mein Spiel des Jahres meine Top 10 kommt, ist knapp dran vorbeigeschrammt von Oink Games Tiefseeabenteuer. Ein Spiel, um das ich, ja, ich will nicht sagen, rumgeschlichen bin. Ich wusste gar nicht, dass es existiert. Und Freunde von uns, hi René, haben sich das auf der BerlinCon mitgenommen. Und wie gesagt, so kleine Schachtel. Ich bin meistens nicht der große Fan von solchen kleinen Spielen. Und wir haben es dann irgendwann mal auf den Tisch bekommen, wollten eigentlich was anderes spielen. René weiß, wovon ich rede. Und dann habe ich gesagt, naja gut, komm, hier, lass mal machen. Und es macht so einen Spaß, weil es ist so ein gemeines Spiel. Worum geht's? Wir sind verarmte Tiefseetaucher, die sich nicht nur alle gemeinsam ein U-Boot teilen,
teilen müssen, weil wir so arm sind und Schätze bergen wollen. Nein, wir müssen uns auch eine Sauerstoffflasche teilen. Wir haben immer zwei Würfel, die haben aber nur Zahlen oder Ziffern von 1 bis 3 und müssen versuchen runterzutauchen. Und die Augenzeit, die wir würfeln, gehen wir runter und müssen Schätze sammeln. Für jeden Schatz, den wir allerdings haben, verlieren wir und alle anderen damit auch Sauerstoff. So, und irgendwann müssen wir uns entscheiden, wollen wir weiter runtertauchen oder wieder hochtauchen. Ist die Entscheidung einmal getroffen, kann sie nicht rückgängig gemacht werden. Ich kann also nicht sagen, ach, jetzt bin ich hier, ich gehe dann doch wieder runter. Nein, da muss ich hoch. Aber ich muss, um die Schätze, die ich gesammelt habe, nach oben zu bringen, muss ich wieder im U-Boot ankommen oder im Schiff. Alle, die es nicht schaffen anzukommen, bevor die Luft weg ist, und die Luft ist echt nicht viel, verlieren ihre Schätze und kriegen gar nichts. So, und das Ganze geht über 3 Runden. Und was haben wir dieses Spiel wirklich inzwischen mit vielen Leuten gespielt? Wir haben im November, hatten wir den Martin aka Austrian Board Gamer und die Spiele-Dinos da. Liebe Grüße gehen raus. Wir haben wirklich Rotz und Wasser gelacht. Ne, Martin? Was haben wir gespielt? 9 Runden und du hast es nicht geschafft, einmal auch nur einen Schatz rauszukriegen. Es war einfach fantastisch. Es ist so ein schönes, schnelles Spiel. Es ist zwar 2015 schon erschienen, ich habe es aber dieses Jahr das erste Mal gespielt und bin traurig, dass ich es überhaupt so spät gespielt habe. Freue mich aber, dass ich es gespielt habe, und das ist eine meiner absoluten Überraschungen 2015, weil in dieser kleinen Schachtel steckt so viel Spiel und Spaß. Mega gut. So, dann eine weitere Überraschung 2019, und das ist Steamopolis. Ein Spiel, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, denn es ist auch relativ spät überhaupt erst announced worden. Es war, glaube ich, auf den Korax-Pressetagen, wo ich selber nicht war. Ich war ein paar Tage später, war ich bei den Kollegen von der Spieleoffensive. Auch da Grüße gehen raus, vor allem an Frank und Robert und den guten Sven natürlich. Namenswetter, selbstverständlich. Und ich bin ja eh ein großer Steampunk-Fan, und da habe ich mit dem Frank ein bisschen drüber gesprochen. Er sagte, du hast Bock, dass wir den Prototypen schicken. Das Ganze läuft jetzt gerade in der Spieleschmiede, guckst dir doch mal an. Jo, gebt euch da aber auch meine ehrliche Meinung, werde jetzt nichts beschönigen oder sowas. Und es hat mir enormen Spaß gemacht, weil was dieses Spiel fantastisch macht, es ist eine wunderbare Mischung aus Engine Building, Area Control, bisschen Set Collection, und durch diese Verzahnung, haha, Wortspiel beim Steampunk-Spiel, sorgt es dafür, dass da so eine Komplexität drin steckt, dass ich mir ganz genau überlegen muss, was mache ich jetzt, wie mache ich das, baue ich mein Luftschiff weiter aus, habe ich dann die Vorteile daraus, verzichte aber vielleicht auf Siegpunkte, oder diese Maschinenteile könnte ich eigentlich auch für mein Set mit diesen Fahnen benutzen, wo ich dann vielleicht wieder was verliere. Wie weit mache ich das jetzt, oder spare ich weiter meinen Dampfern, um in die höheren Etagen zu gehen? Es hat so viele Möglichkeiten, und es macht Spaß, und es ist ein geiler Brainburner. Hat mich enorm begeistert, hat mich total überrascht, weil es ein Spiel war, von dem ich vorher nichts gehört hatte, es null auf dem Schirm hatte. Steamopolis, für mich auch eine der positiven Überraschungen 2019. So, dann ein weiteres Spiel, wo es um Schiffe geht, aber um Raumschiffe. Das ist, glaube ich, 2018 schon bei mir angekommen, wenn ich das so richtig sehe. Ja, 2018. Und das ist A Small Star Empires. Und das ist ein Spiel, was ich auch lange nicht gespielt hatte. Das ist die Second Edition. Und ich weiß eigentlich gar nicht warum, weil es ist Small Star, ja, es ist klein, aber es fühlt sich, und ich weiß, das ist jetzt ganz, ganz, ganz weit, weit hergeholt. Es fühlt sich für mich aber an wie ein ganz kleines, ganz abgespecktes Twilight Imperium. Das ist jetzt ganz weit hergeholt, also nicht erschlagen dafür. Ihr seht hier so diese Punkteleiste. Hier seht ihr die Teile, die man anbaut. Wie gesagt, es ist ganz weit hergeholt mit Twilight Imperium. Und es ist aber fantastisch. Es macht mir total Spaß. Was der Clou ist, ich habe die Expansions dabei, dadurch haben wir verschiedene Völker. Es kommt ein bisschen Krieg rein. Im Grundspiel ist zum Beispiel halt Krieg und Konflikt gar nicht drin. Macht das Spiel aber in meinen Augen deutlich, deutlich besser. Und was es enorm gut macht und was enorm witzig ist, also hier seht ihr auch, wie gesagt, wahrscheinlich kommt deshalb auch ein bisschen dieser Twilight Imperium Gedanken auf. Das ist, dass wir mit unseren Raumschiffen, wir haben, weiß gar nicht, 200 oder 300 Zahl waren es, durch die Galaxie fliegen, aber wir dürfen uns nur diagonal bewegen. Und wenn uns irgendwas im Weg ist, wie andere Schiffe oder andere Raumstationen, dann kommen wir da nicht weiter und müssen davor stoppen. So, das heißt, je voller die Map wird, weil sie wird voll, es werden immer neue Teils aufgedeckt, es sind neue Dinge drin, es können Asteroidenfelder drin sein, die können richtig, richtig fies sein, weil wir dann nur noch, ich glaube, ein Feld oder zwei Felder weit fliegen dürfen.
Und wir müssen unsere Raumstation platzieren, wir müssen Handelsstationen platzieren, wir müssen viele, viele Dinge tun, wir können viele Dinge tun. Es werden neue Plättchen aufgedeckt und das Feld wird immer voller. Und das heißt, unsere Bewegungsmöglichkeiten werden immer mehr limitiert, während ich am Anfang noch mal eben relativ easy von einem Ende zum anderen Ende der Map fliegen kann, wird das irgendwann nicht mehr gehen. Und ich muss genau überlegen, fliege ich jetzt dahin oder fliege ich dahin und baue ich mich ein. Das Spiel ist dann vorbei, wenn man sich nicht mehr bewegen kann, weil man irgendwie überall eingebaut ist. Das gilt auch für die eigenen Stationen. Viele, viele Möglichkeiten. Die Erweiterung bringt auch asymmetrische Völker rein, was ich sehr cool finde. Macht total Spaß, schnell gespielt, wirklich, wirklich sehr unterhaltsam, ging meiner Meinung nach unberechtigterweise 2018 total unter, was ein bisschen schade ist. Small Star Empires, eine meiner Überraschungen 2019. So, dann eine weitere Überraschung 2019. Ein Spiel, was erst tatsächlich vor knapp 3 Wochen bei mir ankam, das ist Aftershock. Aftershock von Stronghold Games, die ja auch dafür bekannt sind, dass bei denen Terraforming Mars im Englischen erschienen ist. Und worum geht es in Aftershock? Das Thema ist schon mal ein bisschen makaber. Es geht darum, dass es in der Region, je nach Spielerzahl, wir haben die Karte, ich zeig's euch auch mal, wir haben die Karte in 2 Versionen. Einmal für bis 3, also 1 bis 3 Spieler, man kann es auch solitär spielen. Und wir haben die Karte für 4 bis 6 Spieler und die eine ist in San Francisco. Ein Moment, das ist Venedig, das ist Venice und das ist San Francisco. Und es gab Erdbeben und wir müssen als Spieler müssen halt oder sind Mitglied eines Unternehmens, das versucht, hier sind wir so Spielerschirme, das versucht, die Gegenden wieder aufzubauen. Die Brücken sind alle kaputt, die müssen wieder aufbauen etc. PP. So, und was dann bei der Sache enorm witzig ist, wir haben ein Startvermögen von 15 Millionen, wir kriegen Startkarten auf Hand, ich glaube es sind immer 6 müssten es sein, müssen uns davon welche aussuchen, die müssen wir selber auch kaufen und bezahlen und die anderen legen wir aus und können von den anderen Spielern gekauft werden. So weit, so gut. So, was müssen wir aber machen? Wir müssen letztendlich über einen Area Control Mechanismus, ich habe mal von hinten, das war so richtig rum haben. Wir müssen über einen Area Control Mechanismus, müssen wir diese einzelnen Gebiete mit unseren Arbeitern, wenn man so will, bevölkern und immer wird 3 Runden gespielt. Am Ende der Runde wird eine Punktephase ausgelöst und der die meisten Arbeiter da drin hat, der bekommt dafür die Punkte. Der 2-Platzierte kriegt noch ein paar Punkte je nach Gebiet etc. pp. Klassisches Area Control. Was bei dem Spiel aber enorm, das klingt jetzt makaber, witzig ist, es gibt zum Beispiel Karten, die lösen Nachbeben aus. Ich sage, ein bisschen makaber ist es schon. So, und darüber kann ich dann aber, wenn ich das in einem Gebiet spiele, aber das spiele ich verdeckt erstmal, also ich programmiere auch ein bisschen, wenn man so möchte, kann ich entweder meine eigenen oder andere Arbeiter rausjagen. So, der Spieler, der diese Arbeiter dann kontrolliert, kann über Brücken, die miteinander verbunden sind, rausgehen, sonst verliert er die. Wenn diese Brücke aber ihm nicht gehört, sondern anderen Spieler, muss er auch andere Spieler dafür bezahlen, dass er diese Brücken benutzen darf. Wiederum kann es aber auch taktisch ganz klug sein, weil diese Nachbeben werden ausgelöst, bevor die Punkteberechnung einsetzt. Dann wird wieder geguckt, ich habe dann eigentlich Möglichkeiten, vielleicht sogar meine eigenen rauszuwerfen, weil ich sehe, wer hat sich wie platziert und kann mich dann woanders reinbewegen, weil ich da plötzlich die Mehrheit habe. Und es geht dann reihum und das ist enorm interaktiv und das macht enormen Spaß und es ist gemein und es ist fies, weil kann dem anderen so hart in die Suppe spucken. Richtig gemeines Spiel, richtig interaktiv. Ich habe es eigentlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es so ein geiles interaktives Area Control Spiel ist. Totale Überraschung für mich, kam jetzt bei uns letzte Woche das 1. und 2. Mal auf den Tisch. Ich freue mich schon auf die nächste Partie, Aftermath. So, dann auch ein Spiel, was relativ früh im Jahr kam, Call to Adventure. Call to Adventure von Brotherwise Games, die auch das, na, wie heißt es noch, da hinten steht es, Boss Monster gemacht haben. Und im Endeffekt geht es bei Call to Adventure darum, dass wir ja, unseren Helden bauen und sein Leben bestimmen. Vom Anfang bis zum Ende, von seinem Beginning bis zu seiner Legacy, wenn man so möchte. Und das ist auch wieder so ein Titel, wo ich sagte, ich ist jetzt mechanisch, ist ja okay, aber es ist für mich so ein bisschen, ich bin jetzt wieder beim Videospielthema, es ist für mich ein bisschen Fable, das Brettspiel, weil es ist so cool, wie man halt am Anfang seine Herkunft per Karte bekommt und man ist der Junge aus der Gosse oder die Eltern wurden getötet, der Mann ist weise, was auch immer. Und dann kann man selber ein bisschen sein Schicksal bestimmen. Wohin entwickelt man sich? Wird man böse?
geht man zur dunklen Seite, bekommt da dunkle Runen, weil man wirft keine Würfel, sondern man wirft Runen. Oder wird man eher der Retter, rettet die Prinzessin, findet seine große Liebe. Dann habe ich aber auch Möglichkeiten, über Karten halt meine große Liebe zu opfern, um dadurch Boni zu bekommen. Ich gehe aber zur dunklen Seite und am Ende bin ich entweder der Assassinen-King, der Herrscher der Diebesgilde, der dunkle Dämonenfürst, der strahlende König, alles möglich. Und man erlebt einfach eine Geschichte in diesem Spiel. Und das ist halt das Coole. Ich habe schon mal gesagt, das ist ein Spiel, da habe ich immer das Gefühl, wenn ich damit durch bin, dass ich liebend gern diese Geschichte für den nächsten Pen-and-Paper-Rollenspielcharakter verwenden würde und ich hätte meine Hintergrundgeschichte. Und das macht Call to Adventure einfach so enorm charmant, weil ich bei jeder Partie eine Geschichte erlebe, wo ich mich auch, man braucht natürlich die Fantasie, man muss sich drauf einlassen, aber dann ist es richtig, richtig toll, was für eine Geschichte da einfach auf den Tisch kommt und was man da erlebt. Und das war eine super tolle Überraschung für mich 2019. So, dann haben wir noch ein Spiel, das ist auch zwar ein bisschen älter, aber hat mich persönlich sehr, sehr überrascht. Man at Work von der lieben Rita Model. Und ich habe mich immer so ein bisschen, ich bin jetzt mit meinen Wurstfingern nicht unbedingt der geschickteste Geschicklichkeitsspieler. Deshalb habe ich mich auch um sowas wie Meeple Circus und sowas immer herumgedrückt. Ich hatte die Rita jetzt allerdings vor ein paar Monaten für ein Brettduett bei mir zu Gast und da hat sie das mitgebracht, weil Cat hat das Spiel auch interessiert. Und ich war wirklich überrascht, wie viel Spaß dieses Zusammenbauen, Basteln macht und worauf man alles achten muss. Und ich habe es inzwischen auch mal mit meinen Jungs aus meiner Hardcore-Bretterrunde gezockt, die ja sonst eher darauf bedacht sind, so diese Hardcore-Strategie, Splotter-Sachen zu spielen. Aber auch die hatten wirklich Spaß damit und wir waren wirklich überrascht, wie witzig und schnell es ist. Es ist ein super Absacker oder Opener, der auch einfach mal, ja, was anderes ist. Richtig toll, hätte ich nicht gedacht. 1A, gut gemacht, Rita. So, stellen wir das mal hier hin, soll ja auch irgendwie im Bild bleiben. So, last but not least, meine letzte Überraschung 2019, ein Spiel, was in meinen Augen leider, leider auch etwas unterging. Und das ist Clash of Rage. Clash of Rage ist ein Skirmish Area Control Spiel. Und ich weiß ein bisschen, es wurde ausgeliefert zu einer Zeit, wo irgendein anderer Miniaturenbrecher ausgeliefert worden ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher es war, aber es war irgendein anderer riesiger Miniaturenbrecher. Und dadurch hatte ich das Gefühl, ging das Ding enorm unter. Und es ist eigentlich ein richtig, richtig geiler Miniaturen-Schlachter-Area-Control-Titel. Coole Minis, coole Würfel. Wir haben verschiedene Völker, müssen Kristalle sammeln, müssen uns in diesen Gebieten festsetzen. Und was sehr, sehr cool ist, wir haben unsere Armeen, die können, glaube ich, aus drei verschiedenen, also eine Fraktion, aber in dieser Armee sind, glaube ich, drei oder vier verschiedene Möglichkeiten, die wir haben. Die können wir alle individuell bewaffnen. Wir können denen einzelne Rüstung geben. Das gilt dann für die ganze Armee, also nicht für alle Armeen, die ich habe, aber so für diese einzelne Armee. Und die muss ich mir kaufen. Ich kann so magische Kristalle sammeln. Das sorgt dafür, dass ich bessere Waffen mir holen kann. Und ich fand es richtig, richtig gut. Es ging irgendwie total unter, hatte ich das Gefühl. Und das unberechtigterweise. Weil es ist jetzt nicht so mega komplex, jetzt aber auch nicht unkomplex oder sowas. Ich würde sagen, ja, mittleres Kennerniveau. Aber es macht einfach Spaß. Durch diese Asymmetrie zwischen den Völkern. Ich glaube, mit den Kickstarter-Dingern sind 5 oder 6 drin. Es gab jetzt auch noch einen zweiten Kickstarter, wo eine neue Fraktion drin war. Und das ist ein richtig, richtig gutes Ding geworden. Ich finde es einfach schade, dass da so wenig drüber gesprochen worden ist, weil wir haben da echt unseren Spaß mit gehabt. Es macht Bock, sich da richtig auf die Fresse zu hauen, ohne dass es jetzt aber irgendwie so ein 6-Stunden Twilight Imperium Run ist, sondern man ist damit in, ich sag mal, 2,5 Stunden ist man damit durch, hat coole Minis, hat coole Mechaniken, die wirklich greifen. War ich total begeistert von, auch eine meiner Überraschungen 2019. Das war meine Top 10 der Überraschung. Was waren Titel, die euch total überrascht hat, haben, die ihr gar nicht auf dem Schirm hattet? Schreibt es gerne in den Kommentaren. Interessiert mich auch, wie immer tierisch. Ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Bis bald. Und tschüss.